Ja, hallo, heute ist der 11.06.2015 und das sind meine ganz persönlichen Tagesinformationen bezüglich des Konfliktes in der Ukraine. Zur Lage im Donbass. Die Lage ist nach wie vor angespannt, es wird weiterhin bombardiert. Donetsk und Gorlovka waren unter massivem Beschuss. An 38 Standorten wurde die Waffenruhe gebrochen und bombardiert. Durch den nächtlichen Beschuss von Gorlovka wurden 3 Frauen getötet und 2 Kinder verletzt. Ein 7-jähriger Junge wurde am Kopf verletzt und ein 16-jähriges Mädchen von einem Schrapnell getroffen. Очевидцы сообщают, что огонь велся из танков, минометов и крупнокалиберной артиллерии. В результате обстрелов ВСУ по всей территории Донецкой Народной Республики зафиксированы силы Украины. Als Folge der massiven Artilleriefeuer auf Donetsk wurde ein Kindergarten, ein Krankenhaus und 8 Wohnhäuser beschädigt. Aufgrund der Bombardierungen ist in Teilen der Städte Gorlovka und Donetsk die Wasser- und Stromversorgung ausgefallen. Das Ergebnis der massiven Bombardierung kann man hier sehen. В этой квартире на 4-м этаже 5-этажного дома до сих пор наиболее массированному обстрелу, судя по всему, с применением артиллерийских установок украинской армии, зафиксировано в Артемовске и между населенными пунктами Красногоровка и Желанная. В этой воронке мы видим кусок. Бункер und Kellerräume. Neuer Lebensraum vieler Menschen im Donbass. Trotz des Waffenstillstandsabkommens Minsk II beschießt die ukrainische Armee weiterhin die Städte im Donbass. Viele Bewohner sind erneut in Luftschutzbunker oder Kellerräume gezogen. Andere leben dort bereits seit Monaten, weil ihre Wohnhäuser zerstört wurden und die Feindseligkeiten nie wirklich aufhörten. Um das Leben, ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Kinder zu schützen, nehmen sie über Monate dieses bedrückende Leben in Kauf. Keine Privatsphäre mehr, die Luft ist feucht und oft stickig, keine Fenster, kein Tageslicht. Aber so ist man wenigstens sicher, meinen die Bewohner. Wie die Zukunft der Kinder aussieht, weiß hier niemand. Aber dass der ständige Beschuss der Wohngebiete, das wochenlange Ausharren in den Luftschutzbunkern Narben auf den Seelen der Kinder hinterlassen wird, da ist man sich sicher. Donbass-Führung sieht Beitritt zu Russland als ideales Ziel. Die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk möchten der Russischen Föderation nach dem Vorbild der Krim beitreten, wie aus einer Erklärung von Denis Buschelin, Vertreter der Donetsker Volksrepublik in der Minsker Kontaktgruppe, und von Vladislav Djaneko, Volksrepublik Lugansk, bei den Minsker Gesprächen hervorgeht. Vorsitzenden der Regionalverwaltung der Region Donetsk entlassen. Der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, hat heute den Vorsitzenden der regionalen militärischen und zivilen Verwaltung von Donetsk, Alexander Gitenkov, entlassen, sagte der Berater des Ministers für Informationspolitik der Ukraine, Alexander Pritschinitz. Gitenkov war ein großer Befürworter der Zusammenarbeit mit dem besetzten Teil des Donbass. Heute hat ihn Poroschenko gefeuert, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Der Organisator des Maidan 3 wurde wohl doch nicht, wie in einer Pressekonferenz des Innenministeriums gestern erklärt, einfach des Landes verwiesen, sondern offensichtlich erst vorher von der SBU misshandelt. So zumindest erklärt es der 38-Jährige heute in seinem Profil in den sozialen Netzwerken. Er sagte, dass die SBU ihn verhaftet und verschleppt hätte. Sie haben ihn dann brutal zusammengeschlagen. Warum sie ihn nicht umgebracht haben, kann er sich nicht erklären. Nachdem er freikam, fuhr er direkt zum Flughafen, um das Land zu verlassen. So zumindest die Version des Organisators des Maidan 3. Großbrand in Kiew. Das Feuer, welches am 8. Juni nur 30 Kilometer südwestlich von Kiew in einem Tanklager ausgebrochen ist, wütet weiter. Ein weiterer Tank, gefüllt mit 70 Tonnen Öl, hat nun Feuer gefangen, nachdem am gestrigen Tag 4 Tanks vollständig ausbrannten. An den Löscharbeiten sind 45 Einheiten mit insgesamt 303 Rettungskräften im Einsatz. Am Mittwochabend mussten die Arbeiten kurzfristig ausgesetzt werden, da wetterbedingt das Gebiet um den Großbrand in dicke, schwarze Wolken in Rauch gehüllt wurde. Die Bewohner der umliegenden Siedlung wurden in einem Radius von 2 Kilometern evakuiert. Bisher wurde durch den Brand 12 Menschen verletzt und es gibt 4 Tote.
Die regionalen Behörden haben erklärt, dass sie zuversichtlich sind, den Brand bis zum heutigen Abend unter Kontrolle zu haben. Russland hat, wie bereits bei dem Brand um Tschernobyl vor einigen Wochen, den Behörden in Kiew Unterstützung in der Brandbekämpfung angeboten, die von der Regierung der Ukraine aber abgelehnt wurde. Von der Seite Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine. Proteste in Kiew. Marktstandverkäufer blockieren eine zentrale Kiewer Hauptstraße. Rund 50 bis 100 Betreiber von Marktständen an der Metrostation Zhakovskaya in Kiew haben heute aus Protest gegen Bürgermeister Klitschko und die Politik der Kiewer Regierung die Hauptstraße Baschana von beiden Seiten blockiert und den Verkehr dort zum Erliegen gebracht. Der Grund sind überteuerte Lizenzen für Marktstände. Viele Kiewer Geschäftsleute sprechen mittlerweile offen darüber, dass die teuren Lizenzen an den lukrativen Standorten in Kiew praktisch nur noch an Geschäftsleute vergeben werden, die Vitali Klitschko oder Petro Poroschenko nahestehen. Andere werden quasi demokratisch verdrängt. Auf die Proteste der Marktständebetreiber, dass das Kiewer Regime ihnen damit ihre Lebensgrundlage nimmt, will der Bürgermeister Klitschko nicht näher eingehen, so das Bürgermeisteramt in Kiew. Yatsenyuk in den USA. Der ukrainische Premierminister Arseniy Yatsenyuk erklärt bei seinem Besuch in Washington, dass die Ukraine gerade an vorderster Front für die Verteidigung der westlichen Werte und Demokratie kämpft. Es geht um die Grundwerte der freien Welt, sagte er. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Kampf zu gewinnen, ist das der Beginn vom Zusammenbruch der gesamten freien Welt. This is to be the world project, the project of the free world. If we succeed, this will be the best answer to dictatorship regime of President Putin, that the free world supports Ukraine and that we are ready to stay united and to respond strongly, boldly and wisely. Yatsenyuk erklärte außerdem, dass er erneut einen Antrag auf US-Militärhilfe beim Treffen im Weißen Haus und im Kongress formulierte. Dieser wird von der Mehrheit auch unterstützt. Nur Präsident Obama zeigt sich diesbezüglich verhalten. So I want to raise once again the question of not only training to the Ukrainian military, but launching a large-scale program, train and equip, including the supply of defensive weapons for the Ukrainian. Unsere Aufgabe ist es, den Krieg zu beenden. Und um diesen Krieg zu beenden, müssen auch von unseren Partnern alle Anstrengungen unternommen werden. Dazu gehören neben diplomatischer Unterstützung auch die militärische Unterstützung. Denn es gibt keinen stärkeren und effektiveren Weg, Russland in seine Schranken zu weisen, so der Premierminister der Ukraine. Bataillon AIDA. AIDA-Ex-Chef droht lebenslänglich. Bataillonskämpfer blockieren das Gericht. Mitglieder des ukrainischen Bataillons AIDA und Teilnehmer der Automaidan-Bewegung haben am Mittwoch den Sitzungssaal des Kiewer Pechersky-Bezirksgerichts blockiert, das den Fall des Ex-Parlamentsabgeordneten und ehemaligen AIDA-Kommandeurs Sergei Melnitschuk verhandelte. Der Zwischenfall geschah, als die Untersuchungsrichterin Julia Farkosch dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprochen hatte, die Gerichtsverhandlung hinter verschlossenen Türen durchzuführen. Das Gericht soll am Mittwoch eine Unterbindungsmaßnahme gegen Melnitschuk festlegen, der im Verdacht steht, eine verbrecherische Organisation gebildet zu haben. Dem ehemaligen AIDA-Kommandeur droht eine lebenslange Haftstrafe. Das Video zeigt, was nach dem Beschuss mit schweren Waffen durch das berüchtigte proamerikanische Bataillon AIDA vom Dorf Sokolniki in der Volksrepublik Lugansk übrig geblieben ist. Freiwillige der neurussischen Kosakeneinheit Schaman verteidigen die Trümmerstätte, in der noch einige Menschen leben. Wegen der Heckenschützen ist für sie die Lage gefährlich, mehr noch für die wenig zurückgebliebenen Zivilisten. Das AIDA-Bataillon ist ein Freiwilligenbataillon, welches auf der ukrainischen Seite im Donbass kämpfte. Schon oft wurde diesem Bataillon vorgeworfen, dass es buchstäblich außer Kontrolle geraten ist und das, obwohl es offiziell unter dem Dach der Einsatzzentrale ukrainischer Sicherheitskräfte steht. Während das Bataillon auf nationaler Ebene von vielen als entschlossene Kampfgruppe gepriesen wird, steht es bei der Lokalbevölkerung wegen brutaler Vergeltungsmaßnahmen, Räubertums und Erpressung im Verruf. Im Regelfall wurden Bauern oder Geschäftsleute entführt und in das Gefangenenlager gebracht. Einige wurden, so sie überlebten, später nicht freigelassen, sondern dem Geheimdienst übergeben. Der Kommandant des AIDA-Bataillons gab in einem Gespräch im September 2014 gegenüber Amnesty International die brutalen Methoden teilweise zu.
Das ist nicht Europa. Es ist alles ein bisschen anders. Die Prozeduren wurden vereinfacht. Wenn ich will, kann ich einen Sack über deinen Kopf ziehen und dich für 30 Tage einsperren, wegen des Verdachts der Hilfe für Separatisten. Er gibt auch zu, dass Verdächtige geschlagen und dass ihnen die Augen verbunden wurden und dass sein Bataillon ein eigenes Gefangenenlager unterhält. Charlie Sheti, Generalsekretär von Amnesty International, der damals in Kiew zu einem Arbeitsbesuch war, forderte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Premierminister Arseniy Yatsenyuk, Verstöße und Kriegsverbrechen, die von pro-ukrainischen Milizen verübt werden, umgehend zur Enteignung. Das oberste Gericht der Ukraine hatte im vergangenen März beschlossen, das Kontrollpaket am Aluminiumwerk in Saporoschja zu nationalisieren. Das Rusal gehörende Aktienpaket, das 68,1% vom Grundkapital des Betriebs ausmacht, wurde von Experten auf rund 105 Millionen Grivna, 4,9 Millionen US-Dollar geschätzt. Der russische Konzern kündigte Rechtsmittel an. Putin im eigenen Land, so erfolgreich wie nie. Laut dem amerikanischen Marktforschungsinstitut Social stehen mittlerweile 88% der russischen Menschen hinter Wladimir Putin. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Amtszeit von Putin. Gemäß der aktuellen Studie unterstützen 90% der Russen die derzeitige Politik Russlands gegenüber den USA, 85% die Politik gegenüber der Ukraine und 83% unterstützen die Separationswünsche von Novorussia. Damit dürfte Russland mit Abstand zu den anderen Staaten der Welt das Land Nummer 1 sein, in dem die Bevölkerung fast geschlossen hinter dem Präsidenten des Landes steht. Transnistrien. Die Ukraine stationiert nach eigenen Aussagen zum Schutz der Ukraine in der Nähe der Grenze zu Transnistrien ein Antiraketensystem. In der Nähe der Stadt Bograd soll das System S-300 in Zukunft der Schutz von Transnistrien sein. Weißrussland. Die USA verlängert die Sanktionen gegen Weißrussland um ein weiteres Jahr. Seit dem Jahr 2006 lebt Weißrussland nun unter der Sanktionshaube. Amerika wird das um ein weiteres Jahr verlängern. Der Grund? Menschenrechtsverletzungen und Korruption. So die Aussagen des Weißen Hauses. NATO-Manöver Speerspitze. Für die NATO beginnt der betriebsamste Kalendermonat des Jahres. 15.000 Soldaten aus 19 NATO-Staaten und 3 weiteren Partnerländern werden an den Übungen teilnehmen. Die Manöverräume reichen von der Ostsee über das Baltikum bis nach Polen. Außerdem findet eine Stabsratübung im Hauptquartier Neapel statt. Deutsche Einheiten sind an allen 3 Großmanövern wesentlich beteiligt. Fast alle Manöverübungen wurden von amerikanischem Militär konzipiert. In diesem Jahr soll vor allem das Zusammenwirken der teilnehmenden Armee gestärkt werden. Auch Norwegen, Dänemark und Finnland nehmen an den Übungen teil. Die NATO übt diesmal erstmals die rasche Verlegung einer großen Kampftruppe aus verschiedenen Mitgliedsländern in einen osteuropäischen Mitgliedstaat. Soziales Experiment. Ein US-Blogger sammelt Unterschriften für Atomschlag gegen Russland. Mehrere Amerikaner sind bereit, eine erdachte Initiative von Präsident Barack Obama zu einem Atomschlag gegen Russland zu unterstützen. Zu diesem Resultat gelangt der US-amerikanische Blogger und Aktivist Mark Dice bei einem sozialen Experiment. Dieses Experiment hat eine große Aufruhr in den sozialen Netzwerken verursacht und mittlerweile eine heftige Diskussion angeregt. Hoffen wir, dass sie was bringt. Und das waren die aktuellen Informationen von heute, dem 11.06.2015. Und wenn alles gut geht, hören wir uns morgen wieder.